Shalom, Shalom aus dem herrlichen Uganda. Ja, ihr Lieben, es stimmt, ich bin eine glückliche Afrikanerin und bin sehr dankbar, dass Gott meine Wege total anders geführt hat, als ich es mir vorgestellt habe. Ich wollte immer in Amerika meine vorgerückte Jugend verbringen und Gott hat mich nach Afrika verpflanzt. Und das ist der beste Platz, in dem man zurzeit sein kann. Ihr könnt mich beneiden, aber ihr könnt alle kommen. Halleluja! Heute möchte ich sprechen über, wo ist unsere Identität? Weißt du, du kannst dich ein Leben lang anstrengen, jemand zu sein, durch das, was du menschlich leisten kannst. Und es wird am Ende eine volle Enttäuschung sein, denn es ist eine Täuschung. Nicht wir schaffen unsere eigene Identität, sondern Gott hat sie schon geschaffen. Und da möchte ich euch heute sagen, lebe als Königskind. Du bist ein Kind des Königs aller Könige, des Herrn aller Herren. Und wir alle sind berufene Königskinder. Denn der wirkliche Vater und Erzeuger von einem jeden von uns ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Und er hat jeden von uns als ein wunderbares, herrliches, einmaliges Original geschaffen. Keiner von uns ist ein Zufall, keiner von uns ist ein Problem oder ein Unfall, sondern wir sind wunderbare, schöpferische, einmalige Gedanken Gottes. Du kannst dir wirklich vorstellen, dass du noch nie auf dieser Welt so warst in der Form, wie du bist und nie sein wirst. Kein anderer wird sein so wie du. Wir sind alles einmalige Geschöpfe Gottes. Und viele von uns haben schon in frühen Jahren, manchmal schon im Mutterleib, sind wir dieser Identität beraubt worden. Wisst ihr, ein Kind hat Erinnerungsvermögen bereits seit der Erzeugung. Und zwar ist es gespeichert in unseren Zellen, im Unbewussten. Und wenn du empfangen wurdest und die Eltern entsetzt waren, dass sie dich bekommen haben, dann wird sich das auswirken in deinem unbewussten Erinnerungsvermögen. Und das sind dann Lügen, die dich treiben. Zum Beispiel, es wäre besser, wenn es mich nicht gäbe. Oder ich bin ein Unfall, ich bin ein Zufall. Ich bin ein Problem. Ihr Lieben, unser Selbstbild basiert vorwiegend auf unseren vergangenen Erfahrungen, unserer Familie, unseren Freunden, der Gesellschaft, also Menschen, die eine Autoritätsposition in unserem Leben eingenommen haben. Und es sind Eltern, Großeltern, Geschwister, Lehrer, Priester, Pastoren. Sie tragen sehr viel zum Entstehen eines positiven oder negativen Selbstbildes in uns bei. Und wir neigen dann oft dazu, uns selbst durch die Brille anderer hindurch zu sehen und uns aufgrund ihrer offensichtlichen Schlussfolgerungen zu beurteilen. Wir denken dann über uns so, wie wir denken, dass andere über uns denken. Und ihr Lieben, das bringt in der Regel einen Minderwertigkeitskomplex hervor. Doch in dem Moment, wenn jemand durch seine Lebensübergabe an Jesus Christus, und das ist die einzige Quelle, um deine wahre Identität zu finden, durch den Heiligen Geist von Neuem geboren wird und dann anfängt, sich selbst durch die Augen Jesu Christi zu sehen, fängt ein neues Leben an. Ihr Lieben, vor vielen Jahren hat mir eine Seelsorge und die erkannte, welch schlechtes Selbstbild ich hatte, die Aufgabe gestellt, dass ich jeden Morgen, bevor ich mich wasche oder kämme, in den Spiegel schauen soll und laut proklamieren: Herr, du musst einen wunderbaren Tag gehabt haben, als du mich erschaffen hast. Ich war gehorsam und tat es, aber nach 3 Tagen hatte ich den Eindruck, das ist eine blanke Lüge. Ich spürte, wie sich alles in mir gegen diese Aussage wehrt und sich wie ein Klump in meinem Magen formt. Ich habe schon Knöpfe in meinen Gedanken gehabt. Ich bin zu der Frau und habe gesagt, es tut mir leid, diese Übung habe ich probiert, aber sie funktioniert bei mir nicht. Mir wird fast schlecht, wenn ich diese Worte ausspreche. Dann meinte sie liebevoll: Leider hast du, liebe Maria, diese Lüge jetzt schon viele Jahre geglaubt, dass du die Wahrheit nicht mehr fassen kannst. Aber trotzdem mach weiter.
Ich habe weiterhin proklamiert, ohne im Herzen eine Überzeugung zu haben. Mein Kopf hat gesagt, das stimmt nicht. Papa, du hattest einen wunderbaren Tag, als du mich erschaffen hast. Ja, ihr Lieben, ich habe so lange gemacht. Heute brauche ich gar keinen Spiegel mehr. Ich sage, Herr, das muss ein wunderbarer Tag gewesen sein, als du mich erdacht und erschaffen hast. Und ihr Lieben, dahin müssen wir kommen. Dahin müssen wir kommen, denn das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und da gibt es eine Geschichte, die mein Leben sehr berührt hat und die ich schon oft weitergegeben habe und ich möchte euch jetzt wieder weitergeben. Eine Geschichte, die ausdrückt, mit was wir zu kämpfen haben und was dann endgültig die Wahrheit ist, wenn wir sie annehmen. Das ist die Geschichte vom bettelnden Königssohn. Vor Jahren habe ich die schon gelesen. Und die hat mir die Augen geöffnet und mir sehr geholfen, meinen Weg langsam, aber sicher zurück in den Königspalast zu finden. Ich durfte erfahren, dass ich nicht das Ergebnis meiner natürlichen Herkunft, meiner Familie, meiner Erziehung, meiner Erfahrungen bleiben muss, sondern dass es meine ursprüngliche Bestimmung ist, ein Königskind zu sein. Und jetzt lese ich euch diese Geschichte vor und macht einmal die Augen zu und lasst diese Geschichte auf euch wirken. Und ihr werdet erkennen, das sind Wurzeln, auch bei dir, die noch nicht dem entsprechen, was die Wahrheit ist. Ein großer König bekam eines Tages einen langen ersehnten Sohn, seinen Thronerben. Das Baby trug ein auffälliges rotes Muttermal am Arm, war aber ansonsten ganz gesund. Kurz darauf, das Baby war noch sehr klein, ging das Kind während eines Unfalls bei einer winterlichen Schlittenfahrt in der Nacht verloren. Der Schlitten blieb an einer großen Wurzel hängen und kippte in eine Schneewehe. Der ohnmächtige König und seine Frau wurden schnellstens geborgen und ins nächste Dorf gebracht. Doch das Baby konnte nicht gefunden werden. Auch als die Diener des Königs am nächsten Tag zurückkehrten, um nach ihm zu suchen, sie fanden es nicht. Was war geschehen? Eine Räuberbande war kurz nach dem Abtransport des Königs herbeigekommen, hatte das Kind schreien gehört und aus der Schneewehe geborgen. Zwar bemerkten sie die schönen Kleider des Kindes, die aus kostbaren Stoffen gemacht und mit Insignien versehen waren. Sie konnten aber weshalb sie die Kleider verkauften und das Kind mit sich in ihre Höhle nahmen. Der König und seine Gemahlin waren außer sich vor Sorge, denn es war der heiß erwähnte Thronfolger. Kummer und Schmerz war in ihrem Herzen wegen des Verlustes ihres Kindes und sie schickten täglich Boten in das ganze Land und auch über seine Grenzen hinaus, um einen Jungen mit einem Feuermal am Arm zu suchen, ihren Sohn. Viele Tage, Wochen, Monate, Jahre vergingen, ohne dass das Kind gefunden wurde. Während dieser Zeit wuchs der Junge unter den Räubern heran, mit Schmutz und Lumpen, mit Ratten und Flöhen und Läusen. Er lernte zu betteln, zu lügen und zu betrügen, zu fluchen und zu stehlen. Als Räuber lebte er unter den Räubern, bis zu jenem denkwürdigen Tag, als ihn die Boten des Königs fanden. Bereits zum zweiten Mal war der Junge beim Stehlen erwischt geworden, weil darauf die Todesstrafe stand. Hatte man ihn auf den Marktplatz geführt und ihm den Strick um den Hals gelegt, um ihn zu hängen. Doch da trafen die königlichen Boten ein und entdeckten das Feuermal auf dem entblößten Arm des Kindes. Sie schritten sofort ein, befreiten den Jungen und nahmen ihn mit zum König und seiner Gemahlin. Der Räuberjunge hatte riesige Angst, dass nun noch Schlimmeres auf ihn zukommen würde, etwa Tod durch Folter oder als die Boten ihm die frohe Botschaft überbrachten, dass er der verlorene Sohn und langgesuchte Sohn des Königs und seiner Gemahlin sei, hielt er es für einen grausamen Scherz. Er war doch nur ein armseliger und verachtenswürdiger Bettler. Tatsächlich versuchte er mehrmals vergeblich aus der Kutsche zu springen, um zu entkommen. Seine Verwirrung wurde noch größer, als er dem Schloss angekommen, vom König und seiner Gemahlin überglücklich in die Arme genommen wurde. Es keimte in ihm der Verdacht, dass es sich um eine entsetzliche Verwechslung handeln müsse. Als er dann in einem Spiegel vorbeikam, schien alles mehr denn je ein Hohn. Sah so ein Königssohn aus? In Lumpen gekleidet, schmutzig
und unangenehm riechend, verlaust und in gebückter und unterwürfiger Haltung. Man kann sich leicht vorstellen, dass er in der ersten Nacht versuchte, das Schloss durch ein Fenster zu verlassen, um zu fliehen, und dass er einige Dinge aus Gewohnheit mitgehen ließ, sich dabei aber ironischerweise selbst bestahl. Es wäre kein Wunder, wenn er noch einige Zeit unter heimlicher Todesfurcht zu leiden gehabt hätte, wenn er sich in seinen neuen Kleidern absolut lächerlich gefühlt und immer wieder eine große Abneigung gegen die Badewanne hätte überwinden müssen. Ohne sich alle Herausforderungen und Umstände im Einzelnen auszumalen, wird jeder erahnen können, was auf den jungen Räuber in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren zukam. Er musste das werden, der er eigentlich ist. Der Sohn des Königs und der zukünftige Regent des Landes. Man wird sich auch vorstellen können, welcher herausfordernden Aufgabe die Diener des Königs gegenüberstanden, als sie den Königssohn in die verschiedenen Bereiche seines Erbes einführen mussten. Es brauchte seine Zeit, bis sich der ehemalige Bettler seiner königlichen Natur entsprechend benahm. Und es dauerte noch länger, bis er tatsächlich wieder Erbe des Reiches dachte und sich auch so fühlte. Denn so wie der Mensch denkt, so ist er. Wahrscheinlich erlebte er auch ab und zu einen Rückfall in sein altes Räuberleben und musste sich neu besinnen. Dieser Wachstumsprozess in die Wahrheit hinein, die ihn von allen Lügen befreite, die er bisher über sich geglaubt hatte, wird von verschiedenen Faktoren begünstigt und erschwert worden sein. Zum Ersten spielte die Zeit eine Rolle, die der Königssohn als Bettler und Dieb erlebte. Je mehr Zeit vergeht, desto tiefer sitzt diese falsche Identität, auch bei dir. Etwas anderes hatte in diesem Prozess allerdings ein noch größeres Gewicht, die Frage, welche Bedeutung der Sohn seinen eigenen Erinnerungen, Gedanken und Gefühlen beimaß und welche Bedeutung demgegenüber die Aussage des Königs und der Dienerschaft für ihn hatte. Der Prozess wird sich sehr begünstigen, wenn er sich dazu entschlossen hat, den Worten des Königs absolute Priorität und Glaubwürdigkeit einzuräumen und davon auszugehen, dass seine eigene Information über sich keinen großen Wahrheitsgehalt aufweist. Ihr Lieben, alles, was dir kommuniziert wurde in deinem Leben, dass du dumm bist, dass du das falsche Geschlecht bist, dass du es nicht schaffen wirst, dass du ein Problem bist, dass du zu früh gekommen bist, zu spät gekommen bist, zu groß, zu klein, aber was immer. Ihr Lieben, das sind Lügen. Gott hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Und ich habe in meinen vielen Jahren der Seelsorge entdeckt, dass Menschen, die schon in früher Kindheit sehr extreme Probleme hatten, schon sehr mit Tod bedroht wurden, dass Gott auf denen einen besonderen guten Plan hat. Und der Teufel weiß, wer ihm gefährlich werden kann. Und deshalb schon in der Kindheit ansetzt, diese Menschen zu zerstören. Also, sei dir bewusst, Gott hat einen guten Plan für dich. Jedenfalls erwartete den bettelnden Königssohn und auch dich nach seiner Rückkehr an den Hof ein Kampf. Ein Kampf zwischen verschiedenen und widersprüchlichen Informationen. Und vom Verlauf dieses Kampfes wird abhängig, inwieweit er in der Lage sein würde, später das Reich zu regieren. Denn als Räuber würde er nicht dazu in der Lage sein. Ihr Lieben, was dieser Königssohn, ich glaube eine wahre Geschichte, erlebte, entspricht der Natur des Kampfes um das Reich Gottes, das schon längst da, aber gleichzeitig vielfach noch nicht zu sehen ist. Der König über Himmel und Erde und Hölle ist dein Vater. Diese Geschichte macht uns klar, welchen Kampf jeder von uns antritt, der sich bekehrt. So wie das Feuermal des Räubers, so zeichnet das Blut Jesu Christi den Christen aus. Und dennoch braucht es oft geraume Zeit, bis wir persönlich verstehen und erkennen, wer wir in Christus sind. Die Herausforderungen, denen sich der junge Thronfolger gegenüber sah, entsprechen denen,
die auf einen Menschen zukommen, der von Gott erlöst wird. Wir werden die Werke Gottes nur in dem Maße antreten können, wie wir erkennen und glauben, wer wir in Jesus Christus und seinem vollendeten Erlösungswerk sind. Der König des Himmels, übrigens der beste Vater der Welt. Ich kenne meinen Vater seit Jahren. Vater kann nicht lügen, Vater kann nicht enttäuschen, die, die ihm vertrauen. Er sagt zu seinen Kindern, dass sie geliebt, geheiligt und befreit sind. Aber die wenigsten Kinder fühlen und erleben sich als solche. Sie schauen in den Spiegel, um die neue Kreatur, die neue Schöpfung zu entdecken. Aber sie finden sie dort nicht. Als nächstes ziehen sie ihr Verhalten, ihre Gefühle und alles mögliche andere hinzu, um vielleicht davon abzuleiten, wie königlich sie sind. Dabei vergessen sie jedoch, dass man im Himmel und auf Erden und auf der ganzen Welt nur durch eine fundamentale und unabänderliche Tatsache königlich wird, und zwar durch Geburt und durch Hochzeit. Und so müssen viele Christen erst mühsam lernen, sich selbst von ihrer Geburt in Jesus Christus und den fundamentalen biblischen Aussagen über sie zu erkennen, dass du das erkennst, dass das alles für dich gilt. Was Jesus ist, bist du. Jesus Christus in dir ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Du musst nur immer alles austauschen. Alles, was nicht mit seiner Identität, mit seinem Charakter übereinstimmt, gib es ihm und empfange von ihm dann das erlöste Werk. Die meisten Christen haben damit ein Problem. Sie machen es nämlich genau falsch herum. Sie schauen in verschiedene Arten von Spiegeln, betrachten sich selbst, ihre Eigenschaften und besonders die Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht haben, und leiten davon ihre Identität ab. Die ist dann nur in den seltensten Fällen königlich. Der richtige Weg jedoch ist es, anzufangen, sich in seiner neuen Identität als Königskind zu sehen und daraus dann die Aufgaben und Eigenschaften zu schließen, die damit einhergehen. Im Jesaja 43, 18 und 19 heißt es: Denkt nicht mehr daran, was war, und grübelt nicht mehr über das Vergangene. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die in unwahrscheinlich armseligsten Umständen geboren wurden, aufgezogen wurden. Ich habe gerade jetzt in den letzten Tagen einen geistigen Sohn bekommen, der 17 Jahre Straßenkind war. Mit 4 Jahren ist seine Mutter gestorben und der Hausbesitzer, wo er mit seinen 2 Geschwistern gewohnt hat, hat alle 3 Kinder auf die Straße geschmissen. Und er war 17 Jahre Straßenkind. Heute ist er einer der berühmtesten Sänger Afrikas und schon der Welt. Sein Name ist Eddie Kenzo. Und er dient heute Tausenden von armen Menschen, um ihre Identität zu bekommen in Jesus Christus. Er ist ein Diener nach dem Herzen Gottes. Ihr werdet noch viel davon hören. Und ein anderer Afrikaner, Muli, ein Kenianer, der auch Straßenkind war jahrelang, ist heute ein Mann Gottes, der Tausenden von armen Menschen in eine neue Identität verhilft. Also Gott gibt hier einen Schlüssel mit dem Wort Gottes. Wir sollen nicht mehr daran denken, was war, sondern das glauben, was wir in Jesus Christus sind. Es geht ihm darum, das Frühere und das Vergangene zu vergessen, in dem Sinne, dass wir uns nicht mehr danach orientieren. Das heißt, die Ereignisse sind schon noch da, aber sie sind nicht mehr negativ emotional belastet. Wenn du Probleme damit hast, an deine Bestimmung als Königskind zu glauben, dann meditiere regelmäßig über folgende Wahrheiten aus dem Wort Gottes und sprich sie dir zu. Sie werden dein Leben verändern, wenn du sie in deinem Herzen mit Glauben misst. So, also ich rate euch jetzt, kauft das Buch. Das heißt, komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie. Und da drinnen habe ich aufgezeichnet, wer
ich bin in Christus, wer du bist in Christus. Und dann eben auch, dass wir in Christus sicher sein können. Ihr Leben, heißt es im Johannes 15, 15, ich bin ein Freund Gottes. Das ist die höchste Aussage, die man für dir machen kann. Ich bin ein Freund Gottes. Denn die bekam Abraham, nachdem er bereit war, seinen Sohn Gott zu geben, Gott zu opfern. Und er Gott vertraute, dass er diesen Sohn wieder lebendig macht, auch wenn er ihn tötet und gehorsam ist. Gott wollte nur seinen Glauben testen. Gott wird deinen Glauben testen. Wer ist deine allererste Liebe in deinem Leben? Wen liebst du mehr als alles andere? Gott selbst? Dann im Römer 5,1, ich bin gerecht. Nicht, weil du das Richtige tust, sondern weil Jesus dir die Gerechtigkeit zuspricht, seine Gerechtigkeit. Und wenn du in seiner Gerechtigkeit lebst, wirst du das Richtige tun. Im 1. Korinther 6,17 heißt es, ich gehöre dem Herrn und bin ein Geist mit ihm. Welch ein Privileg, eines Geistes mit Gott zu sein. Im Korinther 6,20, ich bin teuer erkauft, ich gehöre zu Gott. Im 1. Korinther 12,27, ich bin ein Glied an Christi Leib. Ihr Lieben, es geht nicht mehr um Konfessionen, es geht um den Leib Christi. Bist du ein lebendiges Glied am Leib Christi? Oder bist du ein Kirchenmitglied? Dann im 2. Korinther 5,21, ich bin gerecht gemacht. Schon vor du geboren wurdest, bist du gerecht gemacht. Durch den stellvertretenden Tod Jesu Christi und seine Auferstehung. Im Epheserbrief 1,5, ich bin als Kind Gottes adoptiert. Weißt du, dass man ein adoptiertes Kind nie enterben kann? Nur biologische Kinder? Wir sind als Kinder Gottes adoptiert, also wir können nicht enterbt werden. Epheser 2,18, ich habe direkten Zugang zu Gott durch den Heiligen Geist. Epheser 2,19, ich bin Gottes Hausgenosse. Epheser 2,19 noch, ich bin Mitbürger der Heiligen. Ihr Lieben, es ist nicht mehr wichtig, ob wir Europäer sind, Afrikaner, Asiaten. Wir sind Mitbürger der Heiligen. Wir haben eine Staatsbürgerschaft, Kind Gottes. Epheser 3,12, ich kann zu Gott ohne Furcht und voller Zuversicht kommen. Kolosser 1,14, ich habe Erlösung und Vergebung der Sünden. Kolosser 2,10, ich bin vollkommen in Christus. Und je mehr du das glaubst und jeden Tag praktizierst und darin wandelst, umso mehr werden sich diese Wahrheiten in dir Fleisch werden. Dann bist du in Christus voll angenommen. In Matthäus 5,13, ich bin das Salz der Erde. In Matthäus 5,14, ich bin das Licht der Welt. In Matthäus 1,12, ich bin ein Kind Gottes. In Johannes 15,15, ich bin Rebe am wahren Weinstock, ein Kanal seiner Liebe. In Apostelgeschichte 1,8, ich bin ein persönlicher Zeuge Christi. Weißt du, dass dein Leben lauter spricht als jede geschriebene Bibel? Viele Menschen können nur dich lesen. Und von dem, was sie in deinem Leben lesen, erkennen, schließen sie auf den Gott, dem du dienst. Gibst du eine gute Botschaft? Oder sagen sie, ich habe schon ohne Jesus genug Probleme, weil deine Ausstrahlung nicht stimmt. Und sie dir nicht glauben, dass das, was du predigst, auch in deinem Leben umgesetzt wird. Im 1. Korinther 3,16, ich bin Gottes Tempel. Im 2. Korinther 5,17-18, ich bin ein Diener der Versöhnung Gottes. 2. Korinther 6,1, ich bin Gottes Mitarbeiter. Auch im 1. Korinther 3,9 steht es. Epheser 1,1, ich bin ein Heiliger oder eine Heilige. Das heißt, von Gott berufen. Ein Heiliger ist berufen, heilig zu leben. Epheser 2,6, ich bin auferweckt und mit Christus im Himmel versetzt. Epheser 2,10, ich bin Gottes Werk. Philipper 3,20, ich bin ein Bürger des Himmels. Was haben wir auf der Erde noch? Probleme,
wir sind ja nur auf dem Durchmarsch hier. Wir werden eines Tages, früher oder später, die Adresse wechseln. Aber unsere wahre Heimat ist im Himmel. Und das für ewig. Dann in Christus sind wir sicher. Im Römer 8, 28. Ich weiß, dass alle Dinge zu meinem Besten dienen. Römer 8, 35 bis und 38 und 39. Ich kann nicht von Gottes Liebe getrennt werden. Nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Nichts. Römer 8, 1. Ich bin frei von aller Beschuldigung. 2. Korinther 1, 21. Ich bin von Gott festgemacht, gesalbt und versiegelt. Im Epheser 1, 13 bis 14. Ich bin mit dem Heiligen Geist versiegelt, der das Unterpfand meines Erbes ist. Kolosser 1, 13. Ich bin vom Reich der Dunkelheit befreit und ins Reich Christi versetzt worden. Und das muss in unserem Körper, in unserem Sein Fleisch werden. Das müssen wir werden. Und je mehr du das aussprichst, je mehr du das im Herzen glaubst und mit dem Mund bekennst, umso mehr wird es sich verstoffwechseln in dir. Kolosser 3, 3. Ich bin mit Christus in Gott verborgen. Philipper 4, 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Hebräer 4, 16. Ich finde Barmherzigkeit und Gnade, wenn ich Hilfe nötig habe. Im 1. Johannes 5, 18. Der Böse kann mich nicht antasten. Keiner Waffe, die gegen dich und mich geschmiedet wird, wird es gelingen, uns zu schaden. Weil wir in Christus verborgen sind. Weil das Wort Gottes sagt, dass der Böse kann mich nicht antasten. Im 2. Timotheus 1, 7 steht, ich habe nicht den Geist der Furcht oder der Angst oder der Verzagtheit bekommen, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und darin müssen wir wandeln und besonders in unseren Zeiten, ihr Lieben. Denn der Geist der Angst beherrscht zurzeit die Welt. Der Geist der Lüge, der Geist der Einschüchterung, der Geist der Kontrolle. Ihr Lieben, glaubt dem Wort Gottes. Glaubt, wer ihr seid in Jesus Christus und wandelt in dieser Wahrheit. Und jetzt möchte ich noch ein paar persönliche Sachen zu dir sagen über deinen Wert vor Gott, wie Gott dich sieht. Und da schreibt Gott einen Liebesbrief. Ich weiß nicht, ob ich den ganzen noch lesen kann, jetzt in der kurzen Zeit, die mir da gegeben wird in diesem Video. Aber ich fange mal an. Lass deine Augen geschlossen und höre diese Worte. Lass sie zerschmelzen auf deiner Seele. Der Herr sagt, ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Im Psalm 339, 1 heißt es, Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Dann im Psalm 139, 3a, wenn ich gehe oder wenn ich ausruhe, du siehst es. Dann im Psalm 139, 3b, du siehst es und bist mit allem, was ich tue, vertraut. Also Gott kennt unsere Wege. Er kennt jeden Schritt. Ich denke mir oft, wenn Gott sich jeden Tag die Mühe macht, unsere Haare zu zählen. Ich meine, wie wichtig ist das, dass er weiß, wie viele Haare auf deinem Kopf sind. Das wäre das Letzte, was mir je einfallen würde, die Haare eines Menschen zu zählen. Aber Gott zeigt uns, wie wichtig jeder Detail unseres Lebens für ihn ist. Selbst wenn er dich über die Zahl der Haare jeden Tag interessiert, um wie viel mehr wird er sich nicht kümmern, um all deine anderen Anliegen. Vertraue ihm. Dann im 1. Mose 1, 27 heißt es, ich habe dich nach meinem Bild geschaffen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Hört ihr? Als Mann und Frau schuf er sie. Und das hat bisher bestens funktioniert, hat unser Präsident im Fernsehen gesagt. Und der restliche westliche Mist ist nicht afrikanisch. Das ganze Volk war vereint wie noch nie. In Apostelgeschichte 17, 28 heißt es, in ihm leben, handeln und sind wir. Also, Jesus sagt, durch mich lebst du und existierst du. Dann in Apostelgeschichte 17, 28b, wir sind seine Nachkommen. Gott sagt uns, du bist mein Kind und ich bin dir ganz nahe. Wisst ihr, der Vater im Himmel durch Jesus Christus und seinen Heiligen Geist ist dir näher
als dein engster Mensch auf dieser Welt. Lieb dich mehr, als je dich ein Mensch lieben könnte. Dann im Jeremia 1,5 heißt es, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Ha, das ist schon vor deiner Zeugung hat er dich schon gekannt. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt, dass du den Völkern meine Botschaften überbringst. Amen. Das ist das Wort Gottes. Er kannte dich schon, bevor du nicht geboren wurdest. Dann im Epheserbrief 1, 11 und 12, da heißt es, ich habe dich berufen, als ich die Schöpfung geplant habe. Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Dann im Psalm 139, ein wunderbarer Psalm, 15 und 16. Da sagt uns Gott, dass wir kein Unfall sind. Ich habe jeden einzelnen Tag deines Lebens in mein Buch geschrieben. Da steht nämlich genau, du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde und im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste Tag begann. Ihr Lieben, wir alle wünschen uns, dass wir so erkannt werden. Und dass dieses Erkennen können wir von Gott bekommen. In der Apostelgeschichte 17,26 heißt es, ich habe den Zeitpunkt und den Ort deiner Geburt bestimmt und mir überlegt, wo du leben sollst. Heißt es, aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker der ganzen Welt hervorgebracht. Er hat im Voraus festgelegt, welche aufsteigen und welche stürzen sollen. Und er hat ihre Grenzen festgelegt. Dann im Psalm 139,14 steht noch, dass er uns auf erstaunliche Weise erschaffen hat. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Das weiß ich wohl. Dann im Psalm 139,13 sagt er, dass er uns kunstvoll gestaltet hat im Mutterleib. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Im Psalm 71,6, Gott hat dich am Tag deiner Geburt hervorgerufen. Da steht, seit meiner Geburt hast du mich gehalten. Von Anfang an hast du für mich gesorgt. Ihr Lieben, es geht weiter. Johannes 8, 42 bis 44. Menschen, die mich nicht kannten, haben mich in falscher Weise präsentiert. Jesus sagt zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, weil ich von Gott zu euch gekommen bin. Ich bin nicht hier, weil ich es selbst so wollte, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Weil ihr gar nicht fähig seid, mein Wort zu hören. Ihr habt den Teufel zum Vater und ihr tut mir mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Ich glaube, das erleben wir in diesen Tagen ganz besonders. Ich habe noch nie eine Zeit erlebt und ich bin wahrscheinlich laut Geburtsschein älter wie die meisten, die mir zuhören. Habe ich noch nie erlebt, dass die Welt mit solchen Lügen bombardiert wurde und erlebt, dass Millionen Menschen sie glauben. Mehr als dem Wort Gottes. Johannes 4,16. Also Gott sagt, ich bin nicht weit weg von dir und ich bin auch nicht zornig auf dich. Ich bin die Liebe in Person. Gott sagt hier in diesem Wort, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und lebt, Gott lebt in ihm. Dann im 1. Johannes 3,1. Sagt der Herr zu uns in anderen Worten, ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dir meine Liebe verschwenderisch zu schenken. Da heißt es, seht ihr, wie viel Liebe unser himmlischer Vater für uns hat, denn er erlaubt, dass wir seine Kinder genannt werden und das sind wir auch. Doch die Menschen, die zu dieser Welt gehören, kennen Gott nicht. Deshalb verstehen sie auch nicht, dass wir seine Kinder sind. Ihr Lieben, du bist ein von Gott geliebtes Kind. Hier haben wir die Bestätigung eines Vögleins.
du bist ein von Gott äußerst geliebtes Kind. Gott liebt dich wie seinen Sohn Jesus Christus. Ja, ist genug. Aufhören. Amen. Dann im Matthäus 7,11, da heißt es, da sagt Gott zu uns, ich biete dir mehr als ein Vater auf Erden. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes tun. Ihr Lieben, ich erlebe es. Kein irdischer Vater hätte mich bisher so segnen können, wie ich gesegnet bin. Es ist für mich manchmal wirklich, ich weine mit Dankbarkeit über die Liebe Gottes, die mich fast plättet. Dass er die tiefsten Geheimnisse weiß und sie erfüllt. Und dass er uns glücklich sehen möchte, von ganzem Herzen. In Matthäus 5,48 sagt er, ich bin dein vollkommener Vater. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Hast du da noch Probleme damit? Das ist der Standard, den Gott von uns möchte, dass wir so vollkommen werden, wie er vollkommen ist. Dann in Jakobus 1,17, da schreibt er uns, dass wir alle guten Dinge, die wir empfangen, von ihm bekommen. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt, von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf. Anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. Gott ist Licht und er bleibt Licht. Und wir sollen Licht sein in dieser Welt. Und das können wir nur sein, wenn wir in enger Verbindung mit ihm leben und ihm erlauben, durch uns sein Licht zu verbreiten. Jeremia 29,11, eine ganz wunderbare Schriftstelle, die mich schon sehr oft getröstet hat. Da sagt er, er stillt alle unsere Bedürfnisse und er sorgt für uns. Da heißt es, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken. Das war jetzt Matthäus 6,31 bis 33. Der andere kommt später. Hört euch auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken und um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Matthäus 6,31 bis 33. Ihr Lieben, ich werde von Zufällen manchmal erschlagen. Ich habe zum Beispiel eine Kritik bekommen über meine YouTube-Botschaften, dass ich jedes Mal ein anderes Kleid anhabe, ob ich eine Modenschau machen möchte. Ihr Lieben, mein Team hat mich gezwungen, jedes Mal was anderes anzuziehen. Ich habe sogar Kleider von anderen Leuten ausgeliehen, um jeden Tag was anderes anziehen zu können. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich Schmuck liebe. Ihr Lieben, jeden Schmuck, den ihr an mir seht, wurde mir geschenkt. Und die Quelle, eine wunderbare Freundin, die Juwelierin ist und die mir immer wieder was Neues schenkt, habe ich schon gesagt, du, ich habe schon genug, sagt sie. Nur, dass ich nicht gesagt habe, halt's Maul, Entschuldigung. Sei still, hat sie gesagt. Ich gehorche und du sagst Danke und du trägst, was ich dir gebe. Und so trage ich immer wieder den Schmuck, den mir diese wunderbare Freundin schenkt, zur Ehre Gottes. Meine Liebe ist nicht für Schmuck. Ich danke Gott, dass er mich schmückt. Und zwar ohne, dass ich etwas dafür bezahlen muss. Amen. Der Herr sagt, suche zuerst mein Reich und meine Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Amen. Dann Jeremia 29,11. Diese Schriftstelle hat mich sehr oft getröstet, wenn ich nicht weiter wusste. Da sagt Gott, ich habe Pläne für dich, die voller Zukunft und Hoffnung sind. Das Wort Gottes sagt, denn ich weiß genau, welche Pläne ich für dich gefasst habe. Spricht der Herr, mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Jeremia 31,3. Ich habe dich schon immer geliebt. Deshalb habe ich dir meine Zuneigung so lange bewahrt. Gott liebt dich und seine Liebe ist nicht vom Verhalten abhängig. Seine Liebe ist bedingungslos. Und die will er dir schenken, besonders wenn du sie nötig hast, bekommst du die Liebe Gottes. Und dann im Psalm 139,17 bis 18 sagt Gott,
dass seine guten Gedanken über dich und mich so zahlreich sind wie das Meer, wie das Sand am Meer. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, Gott. Es sind unendlich viele. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreich als das Sand. Und wenn ich am Morgen erwache, bin ich immer noch bei dir. In Zephania 3,17. Der Herr, dein starker Gott, der Retter, ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lautem Jubelruf über dir. Wenn du in der Früh die Augen aufmachst, macht der Papa, juhu, mein Sohn, meine Tochter, mach die Augen auf, mein Liebling. Der Herr sagt zu dir, du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler an dir. Das hat er zu mir einmal gesagt und ich habe geheult, aber ich sage, ich kann dir helfen, meine Fehler zu sehen. Und er hat gesagt, brauche ich deine Hilfe nicht. Ich sehe dich mit den Augen meines Sohnes. Es ist vollbracht und du wirst dorthin kommen. Sagt Gott, er wird nie aufhören, dir und mir Gutes zu tun. Ich will einen Bund mit ihnen schließen, der für alle Zeiten gilt. Mein Wort will ich ihnen geben, dass ich mich nie wieder von ihnen abwenden werde, sondern ihnen immer Gutes tun will. Wisst ihr, ich bin für Tausende von Menschen verantwortlich in Afrika, dass sie zu essen haben. Und ich habe alleine über 1000 Mitarbeiter und die haben Familien. Und wie diese Corona-Krise kam, habe ich gesagt, Papa im Himmel, wir haben keinerlei Anteil an diesem saublöden Coronavirus. Dass der sogar Corona heißt, das stört mich am allermeisten, heißt Krone. Nicht der Virus ist die Krone der Welt, sondern Jesus Christus. Und dann habe ich gesagt, Vater, bestraf uns nicht dafür. Wir haben keine Beteiligung daran. Ich bitte dich, dass du das ganze Werk mit allen Menschen, mit allen Mitarbeitern, mit allen Kindern, mit allen Paten in Europa und allen Familien dazu, dass du uns eine Familie in eine Gnadenblase schenkst, einhüllst. In eine Blase der Gnade, in eine Blase der Gunst, in eine Blase der Versorgung, in eine Blase des Schutzes, der Freude, der Kraft, der Liebe, sodass wir gar nicht erkennbar sind für den Feind. Und ich darf mit Dankbarkeit sagen, dass es uns noch nie so gut ging in Afrika, noch nie so gesegnet waren in jeder Hinsicht. Unsere Felder tragen Früchte und also unsere Süßkartoffeln sind so groß. Ich glaube, unsere Hühner legen 3 Eier am Tag. Die Kühe geben Milch ohne Ende. Die Bäume tragen Früchte wie noch nie. Und Menschen haben uns mit Finanzen versorgt in Europa wie noch nie. Und wir durften alles aufholen, was lange jetzt gestockt hat. Wir durften eine neue Schule bauen im höchsten Norden von Uganda für 700 Waisenkinder. Wir durften eine Gebetshalle bauen für 4000 Menschen, traumhaft schön. Und wir vertrauen, dass dort in absehbarer Zeit internationale Konferenzen zur Ehre Gottes stattfinden. Ja. Ihr Lieben, Gott hat so gute Pläne für uns. Er ist so, wir sind seine Lieblinge. Mein Gott, wie bist du mit deinem Liebling in deinem Leben? Und Gott wird deine Fähigkeit, deine Lieblinge zu beschenken, bei weitem übertreffen. Ja, ich glaube, ich muss jetzt Schluss machen, sonst wird das Tonband zu lang. Aber ich vertraue, ihr kauft das Buch, komm in deine Bestimmung. Gott hat dich als Original erschaffen, stirb nicht als Kopie. Und da kannst du dann von Seite 77 an diesen Liebesbrief an dich lesen und lese. Wisst ihr, die Liebesbriefe, die mein Mann mir geschrieben hat, ich sage es euch, die habe ich auswendig gekannt nach ein paar Wochen, die habe ich so oft gelesen. Und das sind die Liebesbriefe Gottes. Lese diese Liebesbriefe, diesen Liebesbrief Gottes, den Gott dir schreiben möchte, so oft, bis du ihn auswendig kannst und er in dir lebendig geworden ist, weil du ihn mit Glauben gemisst hast. Du wirst erkennen, dass die Identität, die du hast, wird bestimmen, wie dein Leben verläuft. Denn wir haben 2 Brillen. Wir haben 2 Linsen auf der Brille, die wir auf unserer Seele tragen.
die eine Linse bestimmt, wie du dich siehst, die zweite, wie du Gott siehst. Wenn diese zwei Linsen in der richtigen Perspektive sind, so wie Gott sie haben möchte, 2020 Vision. Und ich glaube, im Jahr 2020 hat Gott begonnen, uns eine klare Vision zu geben und uns alle anderen Sehfehler aufzudecken. Nicht, was wir besitzen oder nicht besitzen, nicht, was wir können, nicht, zu wem wir gehören oder nicht gehören, sind unser Fundament unserer Identität, sondern alleine, wer wir sind, durch das Erlösungswerk Jesus Christus. Und da bete ich jetzt für dich, dass der Heilige Geist dir die Augen und Ohren des Herzens öffnest, damit du die Weite, Breite, Länge, Höhe, Tiefe der Liebe Gottes erkennst und darin so richtig leben und schwimmen lernst, dass du den Boden des Natürlichen unter deinen Füßen verlierst und durchbrichst in die Tiefe der Liebe Gottes, in den Glauben, dass dich nichts von ihm trennen kann und dass er um alles weiß und dass er dir seine Gunst erweisen möchte und seine Liebe erweisen möchte, dass du ein Zeugnis bist, dass die Menschen dich anschauen und sagen, das kannst nicht du sein, das muss Gott sein. So möchte er dich segnen. Ich bin sehr dankbar. Bei mir hat er es gemacht. Die Menschen kommen und sagen, das kannst du nicht geschaffen haben. Sage ich, bingo, du hast die Wahrheit erkannt. Das ist das Wirken Gottes und meiner 1000 wunderbaren Mitarbeiter. Ich gebe nur die Aufträge, die ich von Gott bekomme, weiter und überwache sie dann. Ihr Lieben, Gott hat so Großes mit euch vor. Lasst euch herausfordern und werdet werdet ein Kind Gottes, ein Prinz, eine Prinzessin. Und ich sehe jeden von euch jetzt im Geist in diesem Raum sitzen mit einer wunderschönen Krone und einem Königskleid. Ich möchte jetzt noch was hinzufügen. Und zwar bitte ich dich, dass du Gott einen Brief schreibst. Schreib ihm von deinem Herzen, wie du dich siehst, wie du ihn siehst. Und dann schreib drunter. Wenn ich jetzt hier mich falsch und dich falsch einschätze, dann bitte ich dich, entlarve mich als Lügner und schenke mir die Wahrheit, die mich frei macht. Und dann bitte ich dich, dass du noch dazu schreibst. Vater im Himmel, ich bitte dich, lass mich nicht sterben, bis ich erkannt habe, was dein Traum für mein Leben ist. Denn ich will deinen Traum leben und bin bereit, alle meine Träume auf deinen Altar zu legen. Ihr Lieben, ich habe das gemacht, seit ich 10 Jahre bin. Immer wieder gebetet, Herr, lass mich nicht sterben, bevor ich weiß, was dein Traum für mein Leben ist. Und ich hätte nie ahnen können, wie groß sein Traum für mein Leben ist. Denn ich wäre wahrscheinlich in den Busch nach Australien geflüchtet, hätte gesagt, das kannst du mit mir nicht machen. Der Herr ist in den Schwachen mächtig. Der Herr ist in denen mächtig, die wissen, ich bin's nicht, ich hab's nicht, ich kann's nicht, in meiner eigenen Kraft. Und die Gott erlauben, sie sogar auf Null zu reduzieren in ihrer eigenen Energie. Und sie lernen alles aus der Identität, die die einzig wahre ist, als Kind Gottes, für den nichts unmöglich ist, ihr Leben täglich zu leben und auf Gott zu schauen und zu sagen, Herr, was ist dein Plan für mich heute? Was hast du vorbereitet? Und das mache ich jetzt seit vielen Jahren. Jeden Tag in der Früh stehe ich auf und sage, Herr, was ist dein Plan, den du heute für uns vorbereitet hast, das Abenteuer? Und am Abend muss ich oft sagen, war das jetzt ein Tag oder eine Woche? Und jeder Tag ist ein Abenteuer der Liebe Gottes. Ich vertraue, dass du diesen Sprung in ein Leben des Glaubens machst, nicht des Natürlichen, sondern des Übernatürlichen. Gott hat für dich ein Leben geplant, das weit dein Vorstellungsvermögen übersteigt, das du nie hättest dir erträumen können. Und ich bin dankbar, dass Gott mir meinen Traum jetzt, dass er den in Erfüllung bringt, seinen Traum. Und ich weiß, dass auch mein natürliches Leben schon so war, dass er mich vorbereitet hat. Denn Kinder waren immer die große Liebe in meinem Leben, vor allem leidende Kinder. Und jetzt darf ich
für tausende leidende Kinder, mit der Hilfe von tausenden von Menschen in Europa, die uns unterstützen, Hoffnung bringen. Und zwar Hoffnung für die Ewigkeit und Hoffnung für ihr Leben auf Erden. Ich bitte dich, glaube Gott, dass sein Traum für dich weit größer ist, als du dir vorstellen kannst. Wage es, dich bedingungslos in seine Hände zu geben. Und sag, mit mir kannst du machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Reduzier mich auf null, damit dein Name verherrlicht wird. Damit ich für Tausende, und kannst du sogar beten, für Millionen von Menschen ein Segen werde. Und damit ich Freude habe, die die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Ich vertraue, diese Botschaft hat dich heute ermutigt, auszusteigen aus dem Boot und auf dem Wasser zu wandeln, auf Jesus schauend. Und er wird dir das Wasser zur Asphaltstraße machen, solange du deine Augen auf ihn hältst und nicht auf die Sorgen und nicht auf die Probleme. Denn wenn wir das tun, dann fangen wir an zu sinken. Wenn wir unsere Augen auf ihn schauen, in den Psalmen heißt es, die auf ihn schauen, werden strahlen vor Freude. Und so bitte ich euch, dass ihr auch Pastor Daniel, der mit mir diese Botschaften in dieser Woche für euch macht, er kommt von der Gemeinde aus Pforzheim, strahlender Freude. Und das finde ich einen wunderbaren Titel für eine Gemeinde, eine Berufung für eine Gemeinde. Die auf ihn schauen, werden strahlen vor Freude. Schau auf ihn und halte deine Augen auf ihn. Ganz gleich, ob du im Feuerofen sitzt oder von Löwen umgeben bist. Du wirst strahlen vor Freude. Gottes Herrlichkeit komme über dich und erfülle dein Leben mit der Bestimmung, die er für dich hat. Ich freue mich, was Gott tun wird in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten und Jahren mit dir. Denn du bist berufen von Gott. Du bist geliebt von Gott und du hast eine Bestimmung, die weit über dein Vorstellungsvermögen geht. Shalom, shalom.